Riecht irgendwas Besonderes raus? Nein. Oh, der ist sehr zum Genießen. Erinnert mich an Sommertag am Rhein auf einer Wiese mit ein paar Snacks. Ja, den könnte ich mir ziemlich gut vorstellen. Mit meinen Mädels. Ein, zwei Fläschchen pro Person. Der ist sehr lecker. Den würde ich schlucken. Im Glas habe ich einen grauen Burgunder vom Weingut Büschel aus Appenheim, also hier aus dem rheinhessischen Hinterland. In der Nase gibt er mir noch nicht ganz so viel. Probieren wir mal. Ja, also man muss dazu sagen, ich bin absolut kein grauer Burgunder-Fan. Und der ist auch, der geht in genau diese Richtung. Also er hat zwar einerseits diese Fruchtigkeit, diesen Körper, diese Fülle, auch so ein bisschen diese Säure dazu. Was mir beim Grauen Burgunder immer so ein bisschen fehlt, ist die Spritzigkeit. Das geht bei dem noch, aber mein Favorit wird es einfach nicht mehr, deshalb spucken. Weingut Büschel Grauburgunder. Grauburgunder ist ja im Moment everybody's darling. Alle wollen Grauburgunder. Ja, Grauburgunder. Ich selber bin nicht so Grauburgunder-Fan, deswegen ist es für mich super schwierig. Dazu, also ich selber würde vielleicht ein Glas davon trinken, mehr auch nicht, aber hat nichts mit dem Grauburgunder selber, also mit diesem Grauburgunder zu tun, sondern einfach, dass ich selber nicht so gerne Grauburgunder trinke. Ist ein schöner, fruchtbetonter Grauburgunder, nicht so schwer und so aufladend, wie man es vielleicht manchmal von Burgundersorten kennt. Hat eine schöne, fruchtige Nase, hat dieses typische, ein bisschen nussige, was ein Grauburgunder in der Nase hat. Ja, wie gesagt, ein Glas würde ich trinken und dann würde ich vielleicht wieder zurück zum anderen Wein gehen oder nach vorne zum anderen Wein. Aber auf jeden Fall nicht spucken.